Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung durch den Taschengelddieb entstanden. Nutzt doch gerne den Link in unserer Videobeschreibung und schaut bei deren Shop vorbei. Ja, hi Leute. Willkommen wieder hier auf unserem Kanal bei Tabletop Stuff. Heute kümmern wir uns mal um den Humber Mark II, den wir bauen wollen. Der Bausatz kann ja in zwei Varianten gebaut werden. Das heißt einmal in Mark II Variante oder in Mark IV Variante. Ich habe mich für die Mark II Variante entschieden, weil das Kräfteverhältnis dann relativ gleichwertig zum Sonder-Kfz 222 ist und dementsprechend baue ich da auf alle Fälle dieses Fahrzeug. Die Grundlagen werde ich euch diesmal nicht mehr erklären. Ich werde ganz im Gegenteil schon mal so weit vorbereiten, dass ich alles aus dem Gussrahmen heraus mache, mir schrittweise wieder entsprechend bereitlege und dann das Fahrzeug relativ schnell mit euch baue. An einigen Stellen, denke ich, wird es auch nötig sein, nicht genau die Schritte einzuhalten. Das habe ich schon im Bauplan gesehen, dass es da an einigen Stellen, nicht an einer oder zwei Stellen, glaube ich, dazu kommt, dass man da ein bisschen vorgreifen muss. Und dementsprechend werden wir schauen, wie das funktioniert. So, jetzt am Basteltisch. Ja, wieder wie üblich, die Werkzeuge, die man braucht. Die Teile, die man zusammenfügen möchte. Ich habe diesmal schon, wie vorhin erwähnt, alles auseinandergeklipst und auch schon entgratet, damit diesmal das Bauvideo nicht ganz so lange dauert, weil das Bauen an sich ja eigentlich das Spektakuläre ist. Und werde jetzt nach und nach Schritt für Schritt das Fahrzeug wieder zusammenbauen. Was ich hier schon gemerkt habe, ich habe ja das letzte Mal den anderen das Sonder-Kfz 222 gelobt, dass die Reifen da nicht entgratet werden müssen, großartig. Das war bei diesem Bau Satz jetzt leider komplett der Fall. Das heißt, da hat sich um die Reifen wirklich einmal rundherum ein dicker Grat gezogen. Da musste ich stellenweise ein bisschen gröber mit der Feile dran. Hat aber dann im Endeffekt ganz gut funktioniert. Hinterher kommt ja sonst so ein bisschen Matsch auf die oder Sand oder was weiß ich nicht auf die Räder. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Da sieht man hinterher nichts mehr von. Ja, ansonsten schnappe ich mir jetzt einfach mal die Anleitung, natürlich wieder hier, ne? Schön mit eurem Kleber aufpassen, schön belüften die Bude, damit ihr euch nicht in irgendeiner Weise verätzt oder sonst was mit eurer Gesundheit macht. Ja, ich würde sagen, ich schnappe mir die ersten Teile und es geht erstmal an den Turm und dann bauen wir den zusammen. So, jetzt habe ich schon mal die ersten 6 Teile hier hingelegt. Das ist entsprechend hier die Grundplatte, 4 Seitenteile, hier die Frontpartie und der Deckel. Ja, genau, das werde ich jetzt mal einfach anfangen zusammenzukleben. Und gehe da wie immer schön systematisch vor. Türme sind auch echt übel schon mal zu bauen, je nachdem wie die zusammenpassen, macht das mehr oder weniger Spaß. Aber schauen mal, dieser Bausatz hier macht bisher einen sehr, sehr guten Eindruck, deswegen schauen wir mal, wie es aussieht. Das wäre Bauschritt A. War relativ einfach zusammenzubauen. Ist alles sehr gut geführt. Deswegen, das ist schon echt prima. So. Bauschritt B. Der ist nicht so allzu groß. Das ist im Grunde genommen nur
einteilen. Das ist im Grunde genommen die Klappe, die unter den Turm kommt, um dann entsprechend hinterher aufgesetzt zu werden. So, da muss man aufpassen. Wir haben hier vorne und hier ist eine, ja, eine Seite, die halt nach vorne kommt. Weil ich glaube, wenn man Pech hat, geht hier auch andersrum drauf. Also schön aufpassen. Ihr habt hier vorne euer Geschütz und diese flache Seite muss zum Geschütz nach vorne. Also entsprechend schön aufpassen. Und schon haben wir, ich zeige es euch mal, Bauschritt B erledigt. Der nächste Bauschritt. So, jetzt kommen eine Maß Kleinteile. Die waren auch übrigens nicht ganz so lustig zu entgraben. Wir haben einmal die Autokanone und das MG, was das Fahrzeug hat. Allerdings war hier noch ein anderes Teil dabei, was oben hinterher auf den Turm geklebt wird. Das ist mir beim Entgraten schon fast abgebrochen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild sehen kann. Der hat hier im vorderen Bereich schon eine sehr helle Stelle. Da müsst ihr also beim Bauen ziemlich aufpassen beim Entgraten. Und ich bin nur ganz, ganz leicht über das Teil gegangen. Also, ne, da bitte aufpassen, ganz vorsichtig. Gut, ansonsten kann man es wahrscheinlich auch wieder zusammenkleben auf dem Turm hinterher. Aber lieber ein bisschen vorsichtig walten lassen. Vorsichtig walten lassen. Ignoriert meinen Ausdruck. Vorsicht walten lassen, wollte ich natürlich sagen. Ja, ich fange das jetzt auch einfach mal an, nach und nach hier drauf zu kleben. Ich kann euch auch nicht hundertprozentig sagen, was da alles für Sachen drin sind. Ich kann euch sagen, ja klar, Luke und Co., aber was alles hier so genau aufgeklebt wird. Das hier ist eine Halterung. Das gehört vorne zu den Geschützen. Das ist natürlich eine Lampe. Hier ist noch irgendwie ein Nebelwerfer. Dann entsprechend zwei kleine Deckel und zwei große Deckel. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt das auch in zwei Varianten zu kleben. Ich zeige das mal eben in die Kamera, wenn das klappt. So, hier. Einmal mit den offenen Deckeln oder halt im unteren Bereich mit den geschlossenen Deckeln. Ich habe immer ganz gerne die geschlossenen Deckel, weil ich keine Figuren oder sowas da reinsetze. Ich finde immer, die Fahrzeuge lassen sich erstens besser transportieren ohne die Figuren. Und ganz oft sind bei den Fahrzeugen auch gar keine Figuren leider mehr dabei, sodass das eigentlich gar keinen Sinn macht, keinen großen Mehrwert hat. Ja, ich fange einfach mal an und klebe ein bisschen weiter. Haben wir hier die Autokanone und hier das MG. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Sind auch relativ gut angeordnet. Dass das nicht zu komisch aussieht. Genau, haben noch zwei Teile. Eine Lampe und eine Halterung. Halterung kommt hier an die Seite. Die Lampe kommt hier vorne hin, neben den Nebelwerfer. Ich glaube, es ist ein Nebelwerfer.
Wie, wenn nicht? Manchmal kleben die Sachen besser. An der Pinzette als am Modell. Das gleiche machen wir jetzt noch mit der Lampe. Da würde ich fast sagen, funktioniert das mit den Fingern besser als mit der Pinzette. So, somit wäre der Turm dann auch einsatzbereit. Dahin tut er sich auch schon. So, im Schritt D kommt jetzt dieses Teil hier ins Spiel. Und ich glaube, da gehört noch ein Teil zu. Das suche ich mir mal eben raus. Das sind sogar zwei. Und dann bin ich gleich wieder da. Genau. Wir haben hier einmal ein Anbauteil, was an das Gehäuse dran kommt. Und wir haben hier das Gegenstück zum Turm. Im Grunde genommen steckt man das unten durch und kann dann oben den Turm da reinstecken. Genau. Es ist noch ein zweiter Turm dabei, der annähernd vollständig auch dabei ist. Allerdings hat er eine andere Aufnahme. Er kommt für den Mark IV. Hier nämlich noch eine Platte dazwischen und der hat dann hier im unteren Bereich einen anderen Kranz, der von innen auch etwas enger ist. Deswegen kann man leider die Türme nicht auswechselbar machen. Das wäre natürlich noch die Kür gewesen. Vielleicht kriegt man das mit ein bisschen Basteln hin. Ist jetzt allerdings nicht meine Zielsetzung. Ich möchte ganz gerne das Fahrzeug basteln, so wie es ist und nicht hier entsprechend nochmal anfangen weiterzubauen. Genau. Damit du Bescheid wisst. Ja, ich würde mir dann im Grunde genommen die Teile mal eben ankleben. Und dann geht das weiter. So, Deckel fixiert. Drehe ich das etwas zur Seite. Weil hier vorne ist nämlich noch ein Teil dabei. Das wird hier eingesetzt. So, und somit hätten wir Schritt D auch schon fertig. Der nächste Schritt ist dann schon die Seitenwände. Der nächste Schritt ist ein bisschen tricky. Wir haben hier diese Seitenwände, die schon sehr gezielt hier eingebaut werden müssen. Das heißt, da muss man schon ein bisschen auf die Spalten gleich achten, wenn man es einbaut. Man
muss wirklich hier die Wände genau anlegen und man sieht hier auch so ein bisschen dann das Gehäuse runterdrücken, damit der Spalt sich schließt. Aus diesem Grund würde ich auch diese Teile hier ist der Schritt K. Wir überspringen jetzt einige Schritte, weil die anderen Schritte für die Variante Mark 4 wären. Und ja, würde das hier entsprechend ankleben. Das natürlich auch auf der anderen Seite machen. Würde dann im unteren Bereich hier noch eine Platte gegen kleben, damit die hält. Und im hinteren Bereich kommt dann hier noch das Heck, um danach dann im Nachgang die Bodenplatte aufzukleben. Das Ganze wird ein bisschen tricky sein. Und ich werde auch wieder es etwas schneller laufen lassen, damit ihr mich nicht fluchen hört. Das sind immer solche Bauansätze, die ja, sind immer etwas fummelig. So wie man sieht, ich habe jetzt versucht, im vorderen Bereich das Fahrzeug schon mal formschlüssig einigermaßen zusammenzubauen. Aber wenn ihr euch das hier hinten anschaut, hat sich das Teil doch entweder ziemlich verzogen oder ich bin zu doof, das zusammenzubauen. Dementsprechend werde ich jetzt hier im vorderen Bereich das mal einen Moment trocknen lassen. Weil sobald ich nämlich hier jetzt Spannung drauf bringe, um das zusammenzukleben, habe ich das Problem, dass sich vorne natürlich alles wieder auseinanderdrückt. Genau. Ich habe hier vorne die untere Platte schon mal entsprechend auch einigermaßen in Form gebracht. Wir schauen mal, ob wir das alles noch so gedrückt kriegen, dass wir hinterher auch nicht großartig spachteln müssen. Aber da sehe ich, glaube ich, gar kein Problem. Das sieht ganz gut aus. Ja, ich mache hier einfach mal weiter. Und wie gesagt, lasse es gleich mal zwischendurch ein kleines bisschen trocknen, damit wir hier ein bisschen mehr Chance haben, dass wir ein schönes Modell Da, 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 da. So, jetzt habe ich das Modell mal über Nacht trocknen lassen, damit ihr seht, wie das aussieht. Im vorderen Bereich sieht alles taco aus. Das heißt, das ist soweit alles von den Spaltmaßen gut. Wenn man jetzt sieht, man draufdrückt, wie verspannt das Teil ist, kriegt man das aber ganz gut auch hin. Das heißt, ich würde jetzt als nächsten Schritt hier im oberen Bereich den Rest kleben. Dann müsst ihr aber im vorderen Bereich aufpassen, wenn ihr das klebt, dass euch da nicht zu viel Kleber irgendwo an die schon trockenen Nähte kommen, weil die sich natürlich entsprechend dann wieder auflösen. Ja, das wird jetzt mal tun. Ich habe hier im unteren Bereich das Unterteil schon einfach reingesteckt. Dementsprechend habe ich dann eine ganz gute Halterung für die ganze Geschichte und weiß genau, wo ich mit den Teilen hin muss. So, klack. Genau, das ist ganz gut, wenn man das hier drin hat. Dann hat man ein bisschen mehr Kontrolle und, über seine Kraft, die man ausüben muss. Man kann nämlich hier im unteren Bereich dann das Modell einfach zusammendrücken, was sonst nicht funktionieren würde. Das würde ich euch auch empfehlen. Dementsprechend trage ich jetzt hier den Klebstoff auf,
Ich drücke erstmal eine Seite zusammen, warte, bis die einigermaßen getrocknet ist und mache das dann mit der zweiten Seite. Genau. So, nachdem das einigermaßen angetrocknet ist, versuchen wir es jetzt mal mit der zweiten Seite. Ja, bleibt auch wieder nur warten. Wie man sieht, im hinteren Bereich passt das ganz gut. Dann warten wir mal, bis es trocken ist. So, nachdem das Teil jetzt getrocknet ist, soweit, sieht man, sind die Spaltmaße auch einigermaßen okay. Genau, dann werden wir uns mal dran tun, im hinteren Bereich das Teil drauf zu kleben. Das ist jetzt nichts wirklich Schweres. Da haben wir hier ein entsprechendes Formteil, was von der Größe ja auch im Grunde nur noch eine Stelle hier reinpasst. Und da würde ich jetzt einfach ein bisschen Kleber hineinlaufen lassen. Sieht alles immer so einfach aus vor der Kamera, aber mit Kamera und Modell und Lampe und hast du nicht gesehen, ist das ein ganz schöner Akt. So, jetzt haben wir das Fahrzeug soweit ganz gut hinbekommen. Man sieht keine großartigen Spalte mehr. Das ist immer ganz wichtig, vor allem fürs Bemalen hinterher, dass die Spalte entsprechend nicht mehr zu sehen sind. Das ist immer sonst ein bisschen doof und lästig. Vor allem, weil man im Grunde genommen dann so ein bisschen nachspachteln muss. Deswegen bin ich da ganz froh, wenn das immer so ist. So, jetzt klebe ich mal den Boden ein. Das ist jetzt nicht wirklich das Schwerste. Einfach hier einmal ein bisschen Klebstoff verteilen. So, dann werden wir mit den Schritten hier soweit dann schon mal durch. Und dann hole ich mir gleich den nächsten Kronkorken und wir bauen weiter. So, der nächste Kronkorken wird sein, auch hier ein bisschen Fahrgestänge, hätte ich fast gesagt. Und zwar das kurze Teil kommt nach vorne. Hier im Grunde genommen seinen Abschluss. Das lange Teil entsprechend nach hinten. Also kein Hexenwerk. Ja, ich mache mal Klebstoff drauf und dann geht das weiter. Das lassen wir erstmal einen Moment trocknen, weil das relativ fragil ist. Und dann komme ich gleich wieder. So, das ist hier jetzt der nächste Schritt. Der besteht im Grunde genommen aus dem Fahrgestell, was wir vorhin angebaut haben. Aus diesem Gestänge. Und damit ihr das gerade und sauber setzt, aus dem Schutzblech aus dem nächsten Schritt, weil hier im oberen Bereich das durchgeführt wird. Und um das sauber zu setzen, würde ich euch da empfehlen, die Schutzbleche aus dem Schritt P wirklich zusammenzusetzen. Dementsprechend habe ich das hier natürlich noch nicht geklebt. Habe hier die Gestänge aufgesetzt. Das liegt wirklich nur lose hier drin. Und da würde ich jetzt einfach mal meine Klebe drunter laufen lassen. Und würde dann direkt
das Schutzblech darüber positionieren, damit ihr auch seht, dass das sauber und gerade positioniert ist, weil hier gibt es nämlich kein Gegenstück, da gibt es keinen Pin oder sowas an diesem Stängel. Und dementsprechend lassen wir dann auch gleich hier in die Vertiefung ein wenig Klebstoff reinlaufen. Schritt N. Das ist natürlich entsprechend für die andere Seite auch wieder das Gestänge dabei. Und hier ist noch eine Abdeckplatte, die gesetzt wird. Die kommt hier vorne ans Fahrzeug. Genau. So. Jetzt sollte das Schutzblech auch schon einigermaßen dran sein. Was hier diesmal viel, viel besser ist als beim letzten Modell, bei dem Sonder-Kfz, die Führungsteile sind viel scharfer gegossen. Die waren ja, wie gesagt, bei dem letzten Fahrzeug gerade an den Schutzblechen sehr klein und rutschten immer wieder raus. Das kann hier überhaupt nicht passieren. Das ist also wirklich super gegossen hier und auch super vorbereitet als Modell. Das gefällt mir sehr gut. Gerade das Bauen des Gehäuses war natürlich ein bisschen fummeliger, dadurch, dass wir das hier so ein bisschen unter Spannung dran setzen müssen. Allerdings finde ich solch eine Handhabung besser, wenn man schon mal so ein bisschen etwas setzen muss, als wenn man Teile, die nicht hundertprozentig ersichtlich sind, wie sie draufgeklebt werden müssen, halt keine Führung haben. Das ist wirklich, also zum Bauen ist dieses hier viel, viel einfacher als das Sonder-Kfz. So, dann bereite ich mal die andere Seite vor und dann bin ich wieder. So, ich zeige euch mal den kompletten Schritt. Was ich nämlich, glaube ich, vorhin vergessen habe zu erwähnen. Zuerst zum Setzen müsst ihr hier einen Tropfen Klebstoff reinmachen. Vorgehen. Dann das Teil hier entsprechend schon mal leicht fixieren, damit das hier im unteren Bereich schon anfängt leicht anzukleben. Dann nehmen wir das Schutzblech aus dem nächsten Schritt, das mit der entsprechenden Einkerbung und natürlich auch die richtige Seite. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Und ich sage mal, gratet, sehe ich gerade. So. Dann setzen wir das, wie vorhin schon besprochen, in die Führungen ein. Halten das Schutzblech fest und mit dem dünnflüssigen Kleber ist das dann kein Problem, hier entsprechend den dahinter laufen zu lassen. Solltet ihr den nicht haben, müsst ihr natürlich dann das Teil nochmal bewegen und entsprechend einen kleinen Tropfen drunter machen. Und schon haben wir die Schutzbleche entsprechend montiert. Hierbei haben wir dann auch keine Schwierigkeiten, das zu positionieren. Bei dem Fahrzeug möchte ich natürlich auch wieder die Reifen einzeln anmalen. Dementsprechend nicht die Reifen, die Räder, damit ich hier auch vernünftig drunter komme und entsprechend ja, Farbe setzen kann, als auch ein bisschen Verwitterung hinter die Räder. Ja, das ist natürlich dann viel besser. So, jetzt kommen wir im Schritt N zum letzten, das ist im Grunde genommen das hier. Da wird im Grunde genommen nur dieses Teil hier eingesetzt. Das ist weggeflogen. Bist du wohl wieder her? Fiese Map.
Goodie gehabt. Ein bisschen Klebstoff dahinter. Und Fittich. Letztes können wir dann aus dem Schritt P, den ich ja hier vermischt habe, noch hinten die abschließenden Schutzbleche setzen. Das sind die beiden hinteren. Ich setze jetzt erstmal hier hinten die Schutzbleche. Wenn wir so ein Teil da nicht reinsetzen, können wir natürlich auch entsprechend direkt den Klebstoff vorher schon ein bisschen reinlaufen lassen. Haben wir hier noch die Lampe, die ich setzen muss. Entsprechend natürlich hier der kleine Klebansatz. Den müssen wir jetzt vorbohren, weil dieses Fahrzeug hier eine entsprechende Vorbereitung hat. Das steht auch in der Anleitung, dass man das vorher bohren muss. Aber jetzt habe ich mir schnell einen Bohrer geholt. Ich kann im Moment mein Handbohrer nicht finden, deswegen mache ich das mal eben hier mit so. Das heißt also, auch wenn ihr vergessen habt, das zu bohren, könnt ihr einfach den Bohrer an das Loch anhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das gut sieht. Ja, doch, ich glaube, so sieht man es ganz gut. Genau, könnt hier an der Seite von dem Gestänge vorbei dann einfach da rein bohren. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege ohne den Handbohrer. Wie gesagt, den finde ich gerade nicht, dummerweise. Wenn sich das so leicht durchgedrückt hat, kann man dann spätestens auch schon mit dem Messer der Spitze einmal hineinbohren. Und ist schon fertig. Ja, das ganze Geheimnis ist dann natürlich einfach die Lampe hier reinkleben. Tröpfchen Kleber. Einsetzen. Und fertig. Kann man das natürlich festhalten. Und entsprechend einfach von unten die Klebe reinlaufen lassen. Dann entsprechend wieder ein kleines bisschen positionieren. Position nochmal kontrollieren. Und schon sitzt die Latüchtel. Ja, beim Setzen der Räder, falls ihr die vorher drauf klebt, müsst ihr auch aufpassen. In der Anleitung steht genau drin, welche Räder wohin kommen. Das sind nämlich verschiedene Räder. Ich zeige euch das mal. Ich setze sie einfach mal hier auf. Die kann man ja schön aufmachen. Eine hat eine etwas größere, glatte Radnarbe und die andere eine etwas kleinere texturierte Radnarbe, da müsst ihr dann aufpassen, wie die gesetzt werden. Steht aber, wie gesagt, in der Anleitung auch. Das nur so als Hinweis. So, ich lasse die Lampe jetzt trocknen und dann machen wir gleich weiter. So, im nächsten Schritt werden zwei Rückspiegel angebracht. Die sind auch sehr filigran. Werden hier und hier in den Löchern eingesetzt. Genau, das versuche ich jetzt mal sauber hinzukriegen. Das wäre dann Schritt R in der Bauanleitung und dementsprechend
sollte das auch funktionieren. Da die Teile sehr, sehr filigran sind, müsst ihr da gegebenenfalls auch beim Spielen bitte aufpassen. Ich glaube, die brechen sehr schnell ab. Und so sollte das dann aussehen. Wie ihr seht, habe ich hier vorne wieder ein bisschen mit Klebstofffingern drauf gedrückt. Das ist ja, wie gesagt, mein größter Fehler. Aber an der Stelle ist das jetzt nicht ganz so schlimm, weil hier vorne nachher auch das Ersatzrad drauf kommt. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. So, was ich vorhin schon erwähnt habe, ganz wichtig hier mit den Rädern, das wird auch im Schritt Q in der Anleitung auch entsprechend erwähnt, das mit der glatten Narbe nach hinten und das mit der gelochten Narbe nach vorne. Dann habt ihr die richtigen Reifen auch richtig angesetzt. So, ich lasse jetzt die filigranen Teile hier mal ein bisschen trocknen, weil ich glaube, sonst kommen wir da echt in die Bredouille, dass ich die verschiebe. Da würde ich euch vielleicht sogar empfehlen, wenn das Fahrzeug gebaut wird, zu überlegen, die als letztes zu setzen und dann einfach trocknen zu lassen über Nacht. Dadurch, dass die Verbindungen so klein sind, macht das fast Sinn. Als nächstes werden diese Kästen aufgesetzt. Das ist der Bauschritt S. Die Kästen haben wir für beide Seiten vorliegen. Und hinten kommen noch diese kleinen Kästen drauf. Die werden im Grunde genommen auch wieder hier in diese Vertiefungen gesetzt. Und bekommen dann noch einen kleinen Deckel. Den müsst ihr einzeln draufkleben. Und diesmal ist es wirklich so, dass man den draufkleben muss. Nicht so wie das letzte Mal, wo wir nach einem Teil gesucht haben, beziehungsweise ich nach einem Teil gesucht habe, das es gar nicht gegeben hat. Ja gut, als Vorbereitung würde ich die beiden Kästen jetzt erstmal zusammenkleben. Und dann komplettieren. So, die Kästen habe ich komplettiert. Dementsprechend wieder ein Tröpfchen Kleber in die entsprechende Stelle. Jetzt haben wir im unteren Bereich so eine kleine Nase. Die wird im unteren Bereich der Halterung einfach aufgelegt. Und schon klebt die Kiste. Also kein Hexenwerk. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Kein Hexenwerk. Die Kästen werden auch relativ einfach angebaut. Die werden im Grunde genommen nur hier angesetzt an den Radkasten und stehen im oberen Bereich ein kleines bisschen über. Spiegel stehen. Dank drei Wettertaft. Kommen wir zum Schritt Theodor. Da haben wir für diesen hinteren Bereich einfach nur zwei Abdeckungen, die aufeinander geklebt werden. Und zwar haben wir hier zwei Löcher. Und hier die entsprechenden Gegenstücke. Ihr müsst auch darauf achten, dass dieser kleine, ja, was ist das, kleine Griff hier, entsprechend zum Heck zeigt.
einfach mal hier Tröpfchen drauf. Klebe das entsprechend dann zusammen. Und im Nachgang können wir das dann einfach hier drauf kleben. Das ist die ganze Magie vom Schritt T. Im nächsten Schritt haben wir wieder zwei von diesen kleinen Kisten, die wir komplettieren müssen. Das sind allerdings Kisten, die haben diese Nase nicht. Das heißt, es gibt zwei von diesen Kisten, die hier hinten am Fahrzeug platziert werden. Die haben ja im unteren Bereich diese Nase. Und es sind dann noch im Ganzen sind es fünf Kisten, zwei mit Nase und drei ohne. Da müsst ihr also genau aufpassen, welche ihr davon benutzt. Ja, die werden jetzt im Grunde genommen auch wieder komplettiert. Und danach werden die einmal auf dieser Seite aufgeklebt. Das heißt, diese zwei Kisten kommen hier oben auf das Schutzblech. Und die etwas größere Kiste wird hier im hinteren Bereich platziert als Storage. Ne? Da auch wieder aufpassen, die Kiste hat an einer Stelle natürlich wieder hier so eine Öffnung. Ich zeige das mal im Licht. Dann hat die da diesen Verschluss. Ich muss besser fokussiert. Naja, ihr seht es, glaube ich. Genau. Das würde ich natürlich entsprechend hier draufsetzen. Und einfach den Klebstoff wieder drunter laufen lassen. Zack, dann gehst du fertig. Genau, wie gesagt, mit den kleinen Kisten hier vorne das gleiche. Aber die muss ich ja erst wieder entsprechend komplettieren. Da nehme ich auch wieder einen Kronkorken, um mir hier meine Matte nicht zu verdrecken. Beziehungsweise verdrecken ist ja egal, aber die löst sich halt im oberen Bereich auf, wenn ihr mit diesem Kleber hantiert. Dementsprechend soll das jetzt keine Werbung sein. Ich könnte auch einen anderen da hinlegen. Dementsprechend werde ich jetzt hier ganz einfach die beiden Kisten hinstellen. Und ankleben. Und dann versuchen wir die hier mal im vorderen Bereich auch schön zu platzieren. Ich weiß gar nicht genau, was das für Kisten sind, aber ich glaube, Munitionskisten sind es nicht. Kiste steht. Genau. Und das gleiche geschieht dann gleich noch mit dem nächsten Part. Das kann ich ja direkt auch machen. Das ist dann der Teil V. Auch hier wieder eine Kiste zu komplettieren. Das ist dann die fünfte und letzte. Entschuldigt, dass ich gerade mit der falschen Hand arbeite. Ich habe gerade die Deckel so gut hier dran. Die lassen sich etwas schlecht greifen. In etwa hier. Dahinter kommt diesmal eine etwas andere Kiste. Und ganz hinten haben wir wieder eine große Kiste. Da wieder auf die Seite aufpassen, damit ihr die richtig rumsetzt. Zack. So, versuche ich natürlich auch die beiden Kisten einigermaßen
gleichmäßig auszurichten. Jetzt will ich mir schon die eine Kiste in der Gegend rum. Auch hier mache ich wieder. Nicht, die ich mache. Ich versuche, die Kiste wieder hinzustellen. Manchmal geht es einfacher mit der Hand. Auch wenn die dicker ist. So, und schon haben wir die Kiste platziert. Das Fahrzeug hat eine Masse Kisten und Verstauungsobjekte. Jetzt habe ich gerade beim Positionieren das Teil ein kleines bisschen verschoben. So. Und die Spiegel stehen. Kommen wir zum letzten Schritt. Schritt W. Im Schritt W kommen noch zwei Packstücke aufs Fahrzeug. Das kann man sich dann aussuchen, wo man es hinhaben möchte. Wenn man irgendwo was kaschieren möchte, was nicht so schön ist, kann man die natürlich irgendwo hinsetzen. Ich persönlich finde die jetzt hier auf den Kisten ganz gut. In der Anleitung steht halt, dass eine hier im vorderen Bereich auf die beiden Kisten kommt, aber ich werde die beide im hinteren Bereich platzieren. Da gefallen mir die am besten. Und auch hier wieder Klebstoff auftragen. Backstück drauf. Bisschen auf Symmetrie achten und fertig. Ja. Dann sieht das doch schon ganz gut aus. Das Einzige, was wir jetzt noch machen werden, ist das Ersatzrad im vorderen Bereich noch aufkleben. Das kann man natürlich, wenn man Spaß dran hat, auch weglassen. Aber ich finde, das sieht schon gar nicht so schlecht aus, wenn hier vorne so ein Ersatzrad draufklebt. Da muss man natürlich noch so ein bisschen aufpassen, wie es positioniert wird. Weil das entsprechend halten sollte. Ich trage auch mal hier am besten das Zeug hinten auf. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, und somit wäre dieses Geländestück auch schon wieder spielbereit. Ach nee, es war ja kein Geländestück. Jetzt einfach mal hier die Räder auf. Und dann bekommt ihr eine Idee, wie das Fahrzeug auszusehen hat. So, hier seht ihr jetzt den fertig gebauten Humber Mark II. Ihr könnt den alternativ natürlich auch als Mark IV bauen. Da ist noch ein kompletter Turm entsprechend drin. Leider sind die nicht so einfach, ja, beide zu bauen. Man kann sich da bestimmt ein bisschen was ausdenken, das zu machen. Wenn ihr Idee habt, gerne unten in die Kommentare, wer das Fahrzeug auch gebaut hat, irgendwann, wenn der Plastikbausatz verfügbar ist.
Ansonsten gefällt mir der Mark II schon ziemlich gut. Der hat eine Autokanone und ein koaxiales MG, dementsprechend ein Äquivalent zum Sonderkfz 222. Und würde man ihn als Mark IV bauen, hat er halt eine leichte Pack anstatt der Autokanone und hätte in meinen Augen etwas mehr Kraft. Und die Armeen wären nicht mehr ganz so ausgeglichen für den Anfang. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, wenn es um den Humber Mark II geht, werden wir ihn entsprechend grundieren, bemalen, gucken, ob noch an einigen Stellen vielleicht was nachzuspachteln ist. Dann würde ich euch das auch noch zeigen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Geduld mit mir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf unserem Kanal bei Tabletop Stuff. Alles klar, haut rein!